So, und weiter geht's bei Crysis. Wir fliegen durch das, ja, schätzungsweise Raumschiff. Ja, es ist ein Raumschiff. Es ist wahrscheinlich hier vor 2 Millionen Jahren hier gelandet. Und jetzt denken sie sich, what the fuck, irgendwie so eine Affen, haarlose Affen. Haben sich hier ausgebreitet. Wollen unseren Planeten, den wir hier vorher genommen haben, zu unserer Ruhestätte ausbauen. Ne? Hello guys. I'm Nomad. I'm Nomad from outer space to find. Holy fucking shit. Geht's hier irgendwo hin? Nein. Wow. Ja, das war schlau. Gut, das konnte ich bemerken. Da ist wieder das Geräusch. Klingt, als würde hier gleich alles einstürzen. Das kann ich bemerken. Da geht man nicht rein. Nein, das macht man nicht. Man bewegt sich da nicht rein. Och, jetzt muss ich schon wieder das Zeug aufsammeln. Durch die gesamte Höhle verläuft eine Art Kabel. Sie biologisch ist, scheint aber unter Spannung zu stehen. Da unten hätte ich auch längst liegen können. Okay, wir klauen einfach mal schnell die Munition. Als hätten sie draußen irgendwas gesammelt. Ja, die haben draußen was gesammelt. Hui. So, reicht schon, oder? Dann nehmen wir noch die andere Knarre, damit wir genug haben. Bisschen Munition hier, bisschen Munition da. Drüben fliegen wir schnell hin, nehmen da auch noch irgendwas. So. Gut. Gut, gut, alles klar. Dass wir nochmal sterben. Schnell die Speichertaste. Und dann gehen wir da mal runter. Oh ja, der Dückdown lässt mich nicht. La, 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 la. Was haben wir denn hier? Was fliegt da denn rum? Bing. Wusch. Hier auch links irgendwo ist das, oder ist das hier auch nur die Müllhalde? Hm. Da irgendwas verselbstständigt haben. Aber wir probieren das jetzt mal aus. Vor allen Dingen, ich bewege mich ja eigentlich gar nicht. Ne? Muss man sich mal so ein bisschen. Weiß ich nicht, Nomad, aber deine Stimme ist ja leise. Wir mussten uns hier irgendwie durchfliegen, so wie es aussieht. Ne? Da ist einer.
girlfriend. Stay alive. Die Tore sind zeitgesteuert. Wie eine Sequenz. Vielleicht komme ich mit dem richtigen Timing durch. Wuhu, Bilder flackern. Toll. Scheiße. Komme ich da durch? Nein. Auch nicht. Alarm ausgelöst. Du kommst da durch, du Arsch. Hallo. Das war gut. Habe ich da noch? Nö, ich hab gar nichts mit. Scheiße. Ja, komm. Ah, hier sind diese tollen Eingänge. Jetzt wird Stargate-mäßig cool. Wenn du so drauf gucken, wird einem echt schlecht. Verdammt! Wo zum Teufel bin ich? Irgendwo und nirgendwo. Was sind das denn, wie toll alle Nationen? Moment. Das war mein Höllenritt. Besser als Achterbahn. Sieht aus wie ein Plan der Höhlen. Das Höhlensystem scheint riesig zu sein. Die Stromleitung läuft durch den gesamten Komplex. Ach, hier wieder Vorräte. Dafür habe ich doch gar nicht verballert. Ach, ich nehme das Auto mit. Ich nehme das Auto.
Ja. Hier ist nur ein DMP. Ich nehme das Ding mit, das ist gut. Habe ich bestimmt gebaut. Naja, weiter geht's. Lassen uns nicht aufhalten. Oh, da wäre schon wieder so ein Ding. Können die hier rein, beide? Ja. Alle Wege führen nach Rom. Schon wieder. Was haben wir denn da? Oha. 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 Invasion nicht wirklich, mein Freund, ne? Da kommst du sowieso nicht hin. Tarnfeld aktiviert. Hentais. Hentakels. Die schießen jetzt mit Eisstrahlen auf mich. Veranstaltung. Da war dies, da war das, eventuell darunter, das glaube ich zwar auch nicht. Wo kamen die denn her? Irgendwas habe ich ja gehört, wo die irgendwo längs gegangen sind. Hergekommen sind. Von da bin ich ja gekommen. Vielleicht da unten längs? Hier ist sowas wie eine Höhle. Hier geht's links. Jetzt ist nicht mal mehr Musik, jetzt ist totale Langeweile. They coming from outer space. Und wir sind around, around, around. Scheiße. So, ich habe ja hier... Welche Möglichkeiten habe ich denn noch auf die andere Seite? Da oben vielleicht irgendwas? Da hinten? Kann man fliegen schneller? Maximales Tempo. Maximale Panzerung. Ah, die Tür ist offen. Da hat jemand die Tür aufgemacht. Gespeichert. Oh, jetzt werden wir entkontaminiert, oder? Hello. I'm from outside this building ship. I'm here to see if you... Ob ihr versucht, uns weh zu tun. Do you any harm, hm? No, not I am, but my English is very bad. Holy fuck.
Er hat den Alarm ausgelöst. Wer war es? Okay. Sie sehen mich gar nicht. Strickland, falls Sie mich hören, Sie müssen diese Insel sofort evakuieren. Hier sind Tausende von diesen Dingern und sie wachen auf. Ah. Pick up Party. Tentakel Hentais. Oh ja. Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpgun. What? Try. I could dance all day, Try me. Ba-ba-ba-bam. Und ich hab ne Idee, wir nehmen die Brandgeschosse. Und dann geht's hier richtig ab, weil ich hab das Gefühl, ihr seid nämlich alles Kaltblüter. Aha, wo seid ihr denn? Da. I'm right. Mhm. Die wachen auf. Wie geht's ja wirklich ab zur Sache? Hä? Lass mich verarschen. Oh, die Funken, die gehen immer weiter. Tesla wäre beeindruckt. Wo seid ihr denn? Oh. Ist das geil, die platzen richtig. Praktisch. Die seid echt nicht nett. Wisst ihr das? Benniste. Ich flieg mal die Richtung, ich glaub, das ist richtig. Weil der Strom kommt dahin und ich hab ein bisschen Angst, aber egal. Suchen Sie den Ausgang der Höhle. Hören Sie mich? Ich wiederhole, hören Sie. Wir empfangen ein Lückensignal Ihres Transponders. Hm. Ich glaube, die Folge wäre dann zu kurz. Ne? Also wir machen nochmal 5 bis 10 Minuten ungefähr. Das sollte ja reichen. Lied ja relativ schnell. Paradise Lost. Also wir haben das Paradies verloren. Bin die Taste zum Fortfahren. Aber Schwein gehabt und bist auf dem Vorsprung gelandet, wa? Moment. Oh. Maximale Panzerung. Also das. Moment, Sie leben noch? Ja. Aber ich weiß nicht, wie lange noch. Was ist da oben los? Ich will einen verdammten Lagebericht. Würde ich Ihnen ja gerne geben, Major, aber ich habe keine Ahnung, was ich da sehe. Egal, was es ist. Ich bin genau im Auge des Sturms. Der ganze Berg ist in eine Art Energiesphäre gehüllt. Wir müssen die Insel vollständig evakuieren. Roger. Ich habe den Kontakt mit einigen Marines in Ihrer Nähe verloren. Ich schicke Ihnen jetzt Ihre letzten bekannten Koordinaten. Sehen Sie sich da mal um. Mach ich, Sir.
Aber ich bezweifle, dass diese Kälte jemand überlebt hat. Wir haben am Fuß des Tals ein Evakuierungslager. Sollten Sie Überlebende finden, können wir Sie von da ausfliegen. Ja, hier kommt ein Nomad aus nirgendwo. Aber dann hier alles Felsen. Beginnt der Spaß. Na, man sollte nicht in der Nähe stehen, die Dinger gehen in die Luft. Das hat sich erledigt. Die recyceln sich selber. Da muss man aber ganz schön reinknallen, Jungs, man. Bisschen mehr Munition, nicht schlecht. Maximale Stärke. Voll daneben. Oh. Maximale Panzerung. Maximal dran. Gut, dann ist das ja meine Waffe erstmal. Munition voll, Munition voll. Ah. Ja, komm, komm, Munition nehme ich auf, alles klar. So, dann geht's ja jetzt schön weiter mit dem Rumballern und. Kann ich da runter? Ne, ich muss da wieder zurück. Wow, und da runter. Da geht's runter. Oh, einer von den Großen. Was kann ich, ob die jetzt schon angreifen? Ich glaube, wenn ich die Dinge nehmen würde, ne? Oh, wie schön das aussieht, ne? Also man kann sich vorstellen, wenn auf einmal so Schneesturm losgeht in Südafrika oder so. Oh, guck mal, der setzt da vorne ab. Chronische, sagt man, Verschwendung von Munition.
Ist das geil? Guckt euch das doch mal an. Bitte, bitte nochmal. Könnt's wiederholen. 10 Jahre. 10 Jahre. Kamen erst ein paar Spiele raus, die an einigermaßen die Grafik rangekommen sind. Und das war irgendwie ein paar Jahre später. Also. Wieder Munition von den Chinas. Also die kann man verschwenden. Ja? Zumindest damit sagen. Ich würde sagen, gerade ist nichts los. Wir machen in der nächsten Folge weiter.